Hase, ich bin so aufgeregt. Ich muss doch heute zur Schuhuntersuchung. Och, was ist denn, wenn ich das einfach nicht schaffe? Dann lachen mich alle aus. Linus, kommst du? Wir müssen los. Jetzt schon? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch hin möchte. Was ist denn, wenn ich mich blöd anstelle? Ach, Linus, dann versuchen wir es nächstes Jahr wieder. Aber ohne die Untersuchung kannst du nicht eingeschult werden. Also komm jetzt. Na gut, ich komme. Och, ich bin so aufgeregt. Emma, ich gehe zur Schuhuntersuchung. Drück mir bitte die Daumen. Finus Pilen, Vampir. Danke, Emma, danke für deine Hilfe. Du bist immer sehr, sehr hilfreich. Och, Mann. Ja, viel Glück, mein Junge, du schaffst das. Das hoffe ich auch. Hoffentlich ist das nicht so schwer. Da wären wir. Bist du bereit? Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Dann bist du doch bestimmt sauer auf mich. So ein Quatsch. Wenn du es nicht schaffst, bin ich überhaupt nicht sauer. Mach dir nicht so viele Sorgen. Keiner ist sauer, wenn du diese Untersuchung nicht schaffst. Weder Papa, noch Oma, noch ich. Wenn du etwas nicht schaffst heute, dann mach einfach weiter und lass dich nicht verunsichern. Du schaffst das ganz bestimmt und wenn nicht, dann nicht. Dann kannst du noch ein Jahr in der Kita genießen. Das ist doch auch toll. Danke, Mami. Jetzt bin ich schon gar nicht mehr so doll aufgeregt. Ich hab dich lieb, Linus. Ich stehe immer hinter dir. Und Papa auch. Vergiss das nicht. Hallo, Linus. Schön, dich zu sehen. Bist du etwa krank? Nein, gar nicht. Ich habe da heute einen Termin. Oh, etwa zum Impfen? Was? Zum Impfen? Ich will keine Spritze. Oh, Mami, lass uns schnell wieder gehen. Ach nein, ich sehe gerade. Du kommst ja zur Schuhuntersuchung. Genau, wir kommen heute zur Schuhuntersuchung. Wie schön. Dazu brauche ich auf jeden Fall einmal die Versichertenkarte, den Impfausweis und das U-Heft. Hier, bitteschön. Sehr gut, danke. Ich prüfe schon mal eben, welche Vorsorgeuntersuchung Linus mitgemacht hat und welche Impfung er so hat. Das notiere ich schon mal für die Ärztin. Aber eine Spritze brauche ich heute nicht, oder? Nein, heute bekommst du keine Spritze. Wir müssen dich jetzt erstmal wiegen und messen. Magst du mal eben mitkommen? Schön gerade stehen bleiben. Ich hole jetzt den Schieber runter. 1,19 Meter. Da bist du aber schon ganz schön groß. Ach, Mama, schau mal, ich bin endlich bei der Schlange angekommen. Das wurde doch endlich mal Zeit. Endlich? Du meinst wohl schon. Du warst doch gerade noch so ein kleines Baby. Das stimmt, Kinder wachsen immer viel zu schnell. Linus, bist du so lieb und steig schon mal kurz auf die Waage, damit wir wissen, wie schwer du bist. 20 Kilo, das ist auch vollkommen in Ordnung. So, Linus, wir messen jetzt noch einmal kurz deinen Kopfumfang und danach darfst du dich oben ins Wartezimmer setzen. Ich sag Frau Doktor Bescheid, dass du da bist. Super, vielen Dank. Oh, wir haben aber heute Glück. Es ist ja gar keiner da. Dann bin ich vielleicht auch bestimmt bald dran. Vielleicht ist ja auch noch jemand im Sprechzimmer. Was lese ich denn jetzt? Was haben wir denn da? Feuerwehrbuch oder Politikmagazin? Schwere Wahl. Naja, endlich kann ich mir mal das ganze Spielzeug hier in der Kiste anschauen. So, Linus, du bist jetzt dran. Na, das ging jetzt aber schnell. Linus, wir wollen heute eine Untersuchung durchführen, um zu schauen, ob du tauglich für die Schule bist. Okay. Ich schaue mal eben nach den Daten, die unten am Empfang eingegeben worden sind. Ah ja, das passt alles. Sehr gut. Wir haben auch alle Impfungen auf dem neuesten Stand, oder? Steht ja hier auch. Genau. Aber eine muss bald mal wieder aufgefrischt werden. Ja, das sehe ich auch gerade. Dann machen Sie denn bitte bald mal einen Termin. Gut, Linus, dann will ich als allererstes deine Augen untersuchen. Schau einfach hier in das Licht. Falls irgendwas unangenehm ist, dann sag bitte Bescheid. Das gilt für die ganze Untersuchung. Gut, die Augen sind super. Als nächstes machen wir einen Hörtest. Dafür brauchen wir nun die Kopfhörer und das Gerät, was du schon in der Hand hältst. Auf deinem einen Ohr kannst du gleich Pieptöne hören. Das tut gar nicht weh und ist auch gar nicht so laut. Am Ende brummt es ein wenig. Also nicht erschrecken. Okay, ich höre aber noch nichts. Ich habe den Test auch noch nicht eingeschaltet. Eine Sache noch. Wenn du den Ton hörst, drückst du einfach einmal auf die Taste hier. Aber erst, wenn du ihn hörst. Du kannst auch drücken, wenn er noch gar nicht so ganz laut ist, sprich, du musst nicht warten, bis er mega laut ist, sondern wenn er quasi so leise wie eine ganz kleine Maus ist, dann einfach drücken. Bekommst du das hin oder soll ich es dir nochmal erklären? Nein, nein, das bekomme ich hin. Sehr gut, Linus. Nun kommt die andere Seite. Also gut aufpassen. Als nächsten Test möchte ich schauen, ob du die Farben kennst. Ich halte gleich Gläser hoch und die haben verschiedene Farben. Du sagst mir dann, welche Farbe du siehst. Wenn du eine nicht kennst, ist das gar nicht schlimm. Kennst du diese Farbe hier? Natürlich, das ist gelb.
Super. Und diese hier? Das ist doch ganz einfach. Das ist rot. Spitzenmäßig. Und kannst du mir auch sagen, wie man diese Farbe hier nennt? Na, das ist blau. Das hat super geklappt. Lino, stellst du dich bitte genau hier hin? Wir schauen jetzt nochmal, wie scharf deine Augen sind und ob du bestimmte Sachen erkennst. Dafür schauen wir uns zusammen das Peppa Woods Bild an. Wichtig ist, dass du genau hier stehen bleibst. Weißt du, was das hier ist? Also ein Schiff? Oder vielleicht ein Boot? Nein, ein Piratenschiff. Wow, super gemacht. Und wie nennt man das Blaue hier? Meinst du den Himmel? Genau. Und was ist da oben noch in der Ecke? Eine flauschige Wolke. Gut, und welche Farbe hat die Wolke? Weiß. Das machst du echt gut. Und weißt du, was das hier ist? Ein Nasenfahrrad. Ich meine eine Brille. Super. Und weißt du auch, was Mama Wutz hier auf dem Kopf hat? Ein Hut. Ein Strohhut vielleicht. Welche Farbe hat das Band um den Strohhut? Es könnte dunkelpink sein. Ja, dunkelpink. Du kannst wirklich toll die Farben und super Gegenstände benennen. Und deine Augen sind auch sehr gut. Als nächstes wollen wir was malen. Hast du schon mal einen Menschen gemalt? Kannst du zeigen, wie ein Mensch aussieht? Ja, natürlich. Fertig. Aber Hannah kann viel besser malen als ich. Das sieht doch gut aus. Dein Mensch hat zwei Arme und zwei Beine, Haare und sogar Finger. An Mund und Augen hast du auch gedacht. Toll. Als nächstes male ich dir was vor und du malst das Ganze dann auf der anderen Seite nach. Mach so gut, wie du kannst. Oh, ja gut, dann probiere ich es. Es gibt kein Falsch und es gibt auch kein Richtig. Mach so, wie du kannst. Oh Mann, mein Kreis ist echt ein bisschen schief und nach unten. Oh, der sieht überhaupt nicht toll aus. Gar nicht schlimm. Dafür kannst du ja super Farben und Gegenstände benennen. Weißt du auch, wie die andere Form auf dem Blatt heißt? Ich glaube, das ist ein Dreieck. Goldrichtig. Super gemacht, Linus. Linus, ich habe dir hier Punkte gemalt. Kannst du mir sagen, wie viele Punkte du hier unten siehst? Ja, bestimmt. Aber da muss ich ganz kurz zählen. 1, 2, 3, 4. Ich weiß es. Es sind 8. Das ist richtig. Und daneben? Daneben, da ist nur 1. Ich meine einer. Frau Fröhlich, wären Sie so nett und würden mir einmal ganz kurz assistieren? Linus, weißt du, wie das hier heißt? Schuhe. Und das hier? Das sind Haare. Und das hier? Das sind Finger. Oder meinen Sie die Hand? Du machst das wirklich sehr gut, Linus. Jetzt will ich mal schauen, ob du dir auch was merken kannst. Ich sag dir jetzt 4 Wörter und du musst sie dir merken. Das schaffst du doch, oder? Ach, ich weiß nicht. Oma sagt immer, wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre, dann würde ich den auch überall vergessen. Das glaube ich nicht. Na gut, Linus, dann pass mal jetzt gut auf. Die Wörter, die du dir merken sollst, sind Baum, Haus, Sonne und Hut. Ich sag's nochmal. Baum, Haus, Sonne und Hut. Baum, Haus, Sonne, Hut. Baum, Haus, Sonne, Hut. Baum, Haus, Sonne, Hut. Baum, Haus, Sonne, Hut. Hut kann ich mir merken. Das war da ja auch auf dem Brillbild, ja. Das haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Ja, das sieht alles gut aus. Und Linus, weißt du die Wörter noch? Hut, Sonne, Haus, Hut, Sonne, Haus, Hut, Sonne, Hut, Sonne, Haus und Baum. Das erzählst du später gleich deiner Oma, dass du nicht so vergesslich bist. Toll gemacht, Linus. Jetzt sage ich dir noch ein Wort und ich frage dich später nochmal nach. Das Wort ist Schule. Gut merken. Schule, 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 das merke ich mir auf jeden Fall. Kann sich Sachen merken. Sag mal, Linus, kannst du auch auf einem Bein hüpfen? Na klar. Und nun die andere Seite. Und am Ende bitte noch mit beiden Beinen einmal richtig fest hüpfen. So doll du kannst. Okay, ach verdammt. Ich mach nochmal. Hüpf, 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 stampf, stampf. Das hat Spaß gemacht. Das glaube ich dir. Weißt du denn auch noch das Wort, das du dir merken solltest? Ja, natürlich. Das war das Wort Schule. Herzlichen Glückwunsch, Linus. Du darfst eingeschult werden. Ach, wirklich? Das ist ja so toll. Danke. Ach, Linus, so toll. Das hast du klasse gemacht. Stimmt, das hast du wirklich toll gemacht. Und es war auch gar nicht so schwer. Ach, ich bin so froh. Ich fand das schon ganz schön schwer. Aber du bist halt ein schlauer Junge. Gut, ich schreibe dann auch gleich sofort den Bericht für die Schule fertig. Er geht dann morgen früh gleich raus. Vielen Dank und einen schönen Feierabend. Können wir gleich nochmal bei Oma vorbei schauen und ihr sagen, dass ich das geschafft habe? Und wir müssen ihr auch sagen, dass ich mir super Sachen merken kann.
Ja, klar. Ach, Linus, das hast du so super toll gemacht. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Und wie war's? Darfst du in die Schule? Ja, ich habe alles super gemacht. Ich bin so froh. Darauf holen wir uns erstmal noch ein großes Eis, oder? Juhu, Eis zum Abendbrot. Und ich darf in die Schule. Das ist der beste Tag meines Lebens. Sag mal, werden hier heute das Skript geschrieben? Hier ist ja alles schon, also ganz viele Schreibfehler hier drin. Zum Beispiel hier steht jetzt, also wo ist denn das hier? Das glaube ich nicht. Na gut, Linus, dann pass mal jetzt auf. Die Wörter, die dir merken sollst, sind. Was ist das für ein Deutsch? Ach, da hat jemand bestimmt wieder geschlafen. Juhu, Eis zum Abendbrot. Und ich darf in die Schule. Das ist der beste Tag. Das ist der beste Tag meines Lebens. Und ja, was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? Außer, dass ich in die Schule muss. Das ist eigentlich das blöd, dass ich in die Schule muss, weißt du das? Aber warum denn? Ja, weil in der Kita haben wir auch mal so viele schöne Sachen erlebt. Ja, aber das machen wir doch jetzt mit Emma. Ja, aber Schule ist anstrengend, das ist blöd. Ich möchte lieber in der Kita bleiben, hab mir gerade alles anders überlegt. Nee, Linus, jetzt ist Schluss. Ach Mann, du bist immer so gemein. Ja, hallo Kinder und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Playmo-Geschichten. Freut ihr euch auch so sehr, dass wir wieder mit richtig frischen Videos da sind? Dann gebt dem Video auf jeden Fall bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr noch mehr Sachen zur Einschulung erfahren? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Was muss Linus vor der Einschulung noch erledigt haben? Ach, ich bin so froh, dass ich eingeschult werde. Ja, bitte, bitte, bitte abonniert unseren Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu drücken, falls ihr auch schon Abonnenten seid. Ansonsten verlinken wir euch hier vorne noch mehr Videos zum Anschauen. Und zwar einmal die Playlist, wo wir in den Aquapark mal gefahren sind. Das macht immer super viel Spaß. Da könnten wir dann auch bald mal wieder hinfahren. Und dann auch das Video, ja, wie ich das erste Mal zur Schule gekommen bin. Also wo ich mich angemeldet habe zusammen mit Mama. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag. Und vergesst nicht, Kommentare zu schreiben. Ab nächste Woche lesen wir Kommentare vor. Also wenn ihr wollt, dass wir euren Kommentar vorlesen, dann benutzt einfach den Hashtag Playmo-Geschichten liest vor. Ja, dann suchen wir unter diesen Kommentaren ab nächste Woche, weil wir immer 3 oder 4 Videos an einem Tag drehen. Deshalb wissen wir jetzt noch nicht, wer vorgelesen wird. Auf jeden Fall, gucken wir dann ab nächste Woche immer, wenn wir die neuen Videos drehen, nach den Kommentaren und nach diesem Hashtag. Also, wenn ihr in unseren Videos vorkommen wollt, dann machen wir das jetzt so, weil ja immer super viele gegrüßt werden wollen. Machen wir quasi mal so einen coolen Kommentar. Wir freuen uns mega auf diese Aktion und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss!